Heute haben wir zwei große Namen in einer Darbietung. Wir werden dann später erfahren, wie die zwei zusammengekommen sind. Auf der einen Seite, hochdeutsch heißt es wohl die Meierhofner, aber dort sagen sie die Moorhofner, mit dem Professor Karl Hodiner. Servus. Pass auf. Das gefällt mir ja schon, wie vorsichtig ihr schon kommt. Also, wie alt bist du mittlerweile? Wie? Über 50 du bist, und, ja. Und unter 100. Ja, da ist in der Mitte 85. Also, das kommt darauf um, wie gut man... Wart. Jetzt muss ich da ein Mikro nehmen. Er hat ein Mikro. Na, sag, weil ich kenne dich... Komm auf, fahr da. Ja. Okay. Ich kenne dich mein Leben lang. Ja. Ja, ich bin eigentlich gar nicht viel älter wie du. Nein. Aber jünger auch nicht. Also über 50 und unter 100. Ja. Also könnt ihr jetzt selber ein Bild machen. Nein, ich glaube, du bist mittlerweile Mitte 70 oder was? Ja, von dem, was ich musiziert... Er schaut nur gut aus, wenn der Gegend so kalt ist. Nein, von dem, was ich musiziert habe und gearbeitet, ja, würde ich schon einmal 100 sein. Ja, ja. Müsste ich 100 sein. Ja. Der hat irgendwelche weibliche Gene, der geniert sich für sein Alter. Das ist ganz komisch. Du nicht, gell? Ich weiß nicht, wahrscheinlich, es gibt weibliche Gene, ja, natürlich bei jedem. Ne? Ja. Sieht man das so bei mir? Nein, das ist gut geliftet. Danke. Ja. Lass du Botox spritzen oder trinkst du es? Nein, aber eure Schminkmeisterinnen, die sind sind genial. Ja, die sind halten mich seit Jahren und ich habe sie auch schon bestellt für den letzten Gang. Nun, Freunde, das Thema passt ja irgendwie. Wenn es gar nicht mehr geht, lass mich den Sand strahlen. Ja. Ja, das Schminke, lass mich Sandstrahlen. Nein, aber gehen wir jetzt mal ins liturgische Thema. Ihr habt miteinander einen Titel verfasst, über den wir dann noch reden. Und der Titel heißt, am Freitag ist der Herrgott gestorben. Bitteschön. So steht's im hohen Buch. Es
jetzt bleibe ich halt bis Sonntag da und warte auf sein Besuch. Jetzt bleibe ich halt bis Sonntag da und warte auf sein Besuch. Da ist, wer von euch zwei hat eigentlich kein Mikro? Du hast eins, du kriegst eins. Da ist einiges recht ungewöhnlich. Dass ein Zillertaler Wienerlieder singt, ist ja nicht gang und gäbe. Nein, es ist umgekehrt. Er hat mir den Text geschrieben, er hat mich gefragt, ob ich den vertonen möchte. So ist ein Gedicht, braucht man im Grunde nicht vertonen, so heißt es. Aber wir sind dann doch eben drauf gekommen, ich muss so die Melodie, die Musik dazu machen. Und seid ihr auf die Art und Weise das erste Mal zusammengekommen oder wart ihr schon öfter zusammen? Ja, ich habe das Glück gehabt, vor über 20 Jahren schon in Karl einmal muss zu treffen. Muss nicht so nah rangehen, sonst brüst uns in die Ohren. Nein, ich passt. Ja, aber so, da, ja, okay, ja, ja, geht schon. Ja, ich habe so eine Naturstimme wahrscheinlich. Ich weiß, ja, du bist das Fan, halt, dass du am Berg redest, ja, ohne Mikro. Nicht? Ja, haben wir ja kurz gehabt und Handy haben wir auch kurz gehabt. Nein. Ich habe den Karl eben den Text geschickt und er hat... Du wirst ja lachen, mir hat man erzählt, deshalb ist ja auch das Jodeln aufgekommen. Man darf ja nicht vergessen, dass ein Johann Strauss 5 Kurzwalzer geschrieben hat, die nennen sich die Zillertaler. Also das schließt ja das eine das andere nicht aus, aber der Karl hat mir dann diese wunderschöne Melodie gemacht und dann habe ich mich da beworben und habe Karl zuerst nicht gefragt, frech und unverfroren, wie ich halt heute noch bin. Der Karl, wenn er mit mir auftreten würde, weil ich habe heuer 40-jähriges Bühnenjubiläum. Dann habe ich Karl angerufen, sage ich, Karl, würdest du mit mir, mit deinem Kontragitarristen, das singen? Ein Franzi. Ein Franzi. Sansi, sagst du, der Franzi, ja. Was war der größte Erfolg der Moorhofner? Waren es die Auftritte oder gab es auch irgendeinen, gib mir mal die CD, dass wir die herzeigen. Die ist ja von euch und da ist das auch drauf. Gehört, da sind deine anderen Kumpani auch alle mitzusehen. Ja, genau. Und dann gibt es, glaube ich, auch eine Internetadresse, wo man die ganze Abteilung. Und da ist das Lied auch dabei. Ja, genau, da ist drauf. Nummer 14. Am Freitag ist der Heiger gestorben. Karl Hodiner, Erwin Aschenwald. Das ist ja schon schön, oder? Das ist eine Ehre für uns, dass wir bei dir sein dürfen. Aber okay, komm. Ihr habt's, schau, wie der lustig schaut. Dann gibt es auch noch eine Internetadresse gibt's auch von euch. Welche ist das? Blendet es einmal ein, die Internetadresse. Aha, das sind die meierhofner.at. Euch beide verbindet aber eine gewisse Liebe zu religiösen Themen. Deine sind ja auch der Herrgott aus Stahn. Ja. Dann du malst, du hast da in der Malerei hast auch eher religiöse Themen, oder? Eigentlich nicht. Aber ich meine, wenn man die Natur betrachtet, ist ja alles religiös. Ja. Der Vogel, der Baum, das ist alles. Das Vogel am Baum, ne? Vogel am Baum. Wie ist das gegangen? Spiel es einmal kurz aus, Vogel am Baum. Weiter. Ich sitze auf der Wiesen, ein großer mit mir. Die Buchsen zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nosen herum. Ein Finsel ist zerfliegen, doch ich pfeife nicht rum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr in den Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Herrlich, so sind sie. Du! Ich bedanke mich für euren Besuch und auch für die Idee. Das ist ein hochinteressantes Projekt. Die Moorhofner und der Hodener Karl mit seinem Partner, den Sie kennen ja auch schon 30 Jahre, gell? Franz Hornacek. Ja, Franz Hornacek. Ich danke dir. Hornacek, dankeschön. Servus, vierte, komm gut heim. Danke. Servus, Karl. Danke.